Ja, erst schon mal geglückt. Alter, wenn wir da jetzt runtergeschockt worden wären, das wäre echt nicht geil gewesen. Oh, und dann nimmt natürlich das Doppel-Item. Komm, jetzt gib mal Pilz. Hm, okay, ein Pilz, ja. Die Omi könnten wir überholen damit. Die Omi haben wir auch überholt damit, ja. Und, oh, Top 3. Top 3, so will ich das sehen. Genau so will ich das sehen. Da haben die Deutschen die Japaner besiegt. Schön. Jo Leute, was geht? Und ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, wie ihr im Hintergrund seht, spielen wir mal wieder eine Runde Mario Kart 8 Deluxe. Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich jetzt versuche, aktiver zu bleiben und auch versuche, eben mehr hochzuladen. Und ja, das spiegelt sich jetzt, denke ich, ganz gut wieder. Also, ich denke mir, ihr müsstet auch bald einen Rhythmus dafür bekommen. Ich denke mal, das Video wird am Donnerstag kommen. Und ja, das letzte Video war ja der MKW-Part, der am Montag ungeplanterweise kam. Ja, ich habe es auch gemerkt an den Aufrufen, dass Montag nicht unbedingt die beste Zeit ist, um den MKW-Part hochzuladen. Aber das war ja völlig klar, weil unter der Woche wird sowieso wesentlich weniger aufgerufen. Und wie ihr seht, ja, haben wir einen sehr Japaner überfluteten Raum. Habe ich jetzt nichts gegen, ist immer wieder eine Herausforderung. Und ja, grüße schon mal an Luca und Chrismo, die hier auch dabei sind. Wir wurden gerade schon richtig schön verarscht. Also ich habe schon ein bisschen gezockt in dem Raum, um ehrlich zu sein. Und zwar waren wir mehrmals Top 3 einfach und wurden dann irgendwie durch Blue Shells und was weiß ich komplett durchgereicht, trotz dass man den Spawnschutz hat und so. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass das jetzt besser läuft. Ziel für den Part sollen übrigens eigentlich die 10.000 sein, allerdings ja, müssen wir dafür wirklich fast jedes Race Erster werden und ich bin mir etwas unsicher, ob das in dem Raum möglich ist, weil wie gesagt, wir haben hier eine Japaner-Überzahl und müssen eben schauen, dass wir da, ja, da wird man halt direkt wieder gefickt, wenn man nach vorne kommt. Das ist halt das Ding, also wie gesagt, ich hatte es ja im letzten Part schon angesprochen, die Japaner dominieren hier und die Japaner dominieren hart. Also die sehen hier gar keinen Spaß, wenn hier irgendwie mal ein Deutscher auf den ersten Platz kommt. Deswegen, ich denke mal, Chrismo wird jetzt auch gleich zur Zielscheibe werden. Und, aber ja, ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Vielleicht nochmal zu den letzten Videos, die ich hochgeladen habe. Haben jetzt insgesamt nicht so viele Aufrufe bekommen, auch nicht so viele Likes, aber das ist eben dem verschuldet, dass ich halt wirklich mal aktiv was gebracht habe. Und das Ding ist da immer, ich habe es ja sonst immer so gemacht, oh, das ist natürlich eine sehr nice Item-Kombi, wenn wir die ein bisschen aufheben und die richtig usen, dann sollte das eigentlich ganz gut werden. Ich weiß aber absolut nicht, also ich habe hier keine Strat so, wann ich das am besten einsetze, aber die Rakete sollte auf jeden Fall gut helfen am Ende, obwohl wir sind immer noch 10 da halt, ne? Naja, komm, wir setzen die jetzt mal hier ein, wir brauchen Pilze am besten. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, die Omi ist auch vor uns hier. Komm. Okay. Wenn jetzt die Red Shell nicht trifft, wäre das natürlich mega chillig. Kommen wir mal hier. Ah, oh, und Chrismo wird vom Ziel noch verarscht, ja, das war klar. Aber Dritter ist schon mal in Ordnung. Ist schon mal sehr in Ordnung, auch wenn es ein bisschen luck-based war. Okay, plus 20. So, wir haben jetzt 9.913. Also 10.000 wären schon cool, ein paar zu erreichen. Da müssen wir uns aber echt Mühe geben und theoretisch auch wirklich, wie gesagt, Erster werden, jetzt viermal. Wird schwer, aber wenigstens bleibt es dadurch eine Challenge, ne? Also hätte ich schon Bock drauf. Also es wäre schon mega cool, wenn wir das hinbekommen. Und ja, wir sehen uns gleich im nächsten Race. Ja, wie schon gesagt, ich bin ja jetzt auch nicht böse drum, dass die Aufrufe jetzt nicht wirklich explodiert sind. Ist vielleicht jetzt im letzten Race ein bisschen zu kurz gekommen, die Erklärung. Aber ich denke mal, es liegt einfach daran. Also ich vergleiche es immer mit den Videos aus den letzten Monaten, sage ich mal. Die natürlich bombastische Aufrufe bekommen haben insgesamt, also alle über 500 Aufrufe so, das ist schon echt ein Träumchen so, also ist schon echt nice so, dass die so viele Aufrufe bekommen haben. Das Ding ist aber, wie gesagt, dass ich diese Videos in sehr großen Abständen hochgeladen habe, heißt, viel Auswahl war eben nicht da, was man sich anschauen könnte und dann gab es eben immer nur ein Video pro Monat und die Leute, die dann auf meinen Kanal zufällig drauf sind, haben dann natürlich immer das Neueste angeguckt und das war dann eben immer ein dasselbe Video. Ich denke mal, dass es daran liegt und nicht unbedingt an Desinteresse oder sowas. Aber ich weiß nicht genau, wie es zustande kommt, aber ich erkläre es mir immer damit, sag ich es mal so. Und ja, ist natürlich
völlig logisch, dass sowas eigentlich passiert, so, und dass die Aufrufe von dem neuen Video nicht. Ich snipe mich wieder selber. Ich snipe mich einfach selber. Es ist so schlimm. Also was das auch dadurch, dass die Lags hier nicht so vorhanden sind, ist das mit Random Greens und so schlimm in diesem Spiel. Also es ist echt nicht feierlich. Also das ist echt so richtig wild. Also in Mario Kart Wii war es ja immer schön so, da hat es eigentlich immer so ein bisschen Hoffnung so, dass es dich nicht trifft, weil der Gegner ja praktisch immer den Lag mit einberechnen musste, sag ich es mal so. Und viele haben das nicht richtig hinbekommen, beziehungsweise es ist ja auch immer mega schwer, wirklich zu wissen, okay, der Typ laggt jetzt komplett, da muss ich ungefähr 10 Meter vor den schießen, damit es den trifft. Ja, und hier ist es eben so, du schießt und wenn du jemanden hittest, so, dann hittet es eigentlich auch im Normalfall. Es ist eigentlich echt nice, aber es macht schon auch sehr wild, teilweise. So, 2 Münzen ist jetzt natürlich auch nicht die beste Voraussetzung für ein schönes Item, aber wir schauen mal, was wir hier noch machen können. Dieser Boomerang, der trifft uns halt auch gar nicht irgendwie. Gut, 6er. Ich weiß auch gar nicht, ab welchem Platz wir hier Plus bekommen, aber ach Mann, ey, das ist doch schon wieder Schmutz, was hier passiert. Mann, da kommen sie mit ihren scheiß Feuerblumen. Yo, okay, Item. Okay. Das ist jetzt im... Ja, und der wird jetzt noch geklaut oder was? Geil. Geil, geil, geil. 9er. 9er. Verdient, oder? Also... Sehr entspannt. Minus 6, naja, gut. Also wie gesagt, hier ist auch jemand, der ZZOMI hier mit 26.000, 27.000 Punkten. Der ist auf jeden Fall schon da, wo wir irgendwann mal sein wollen. Beziehungsweise wir wollen ja noch viel weiter sein mit Max VR. Und da kommen wir auch hin. Also der Plan ist eigentlich, ich habe, wie ihr seht, ich habe jetzt nicht so viel gezockt seit dem letzten Part. Allerdings, wenn ich Hochschulphase habe, ja, werde ich auf jeden Fall wieder aktiv spielen, auch mit Patrick mal zocken. Und auch von der Hochschulphase eine Folge hochladen oder mehrere, mal schauen. Und ja, mal sehen, wie weit wir in dieser nächsten Hochschulphase kommen. Ich werde mich natürlich auch eben auf Studium konzentrieren müssen. Allerdings ist es da immer so, da ich da keinen Rechner habe und somit kein Counter-Strike spielen kann, zocke ich halt vorrangig Mario Kart 8 Deluxe. Und ja, schau da eben mal, was bei rumkommt. Und ja, das ist eben, also ich finde es schon mega entspannt, vor allem da in diesem Studium auch sehr, sehr viele Leute eine Switch haben. Ich meine, klar, spielt nicht jeder online, aber Patrick zockt zum Beispiel auch, also es ist, wie gesagt, jemand aus dem Studium, hatte ich ja schon ein bisschen was erzählt. Und ich denke mal, der wäre auf jeden Fall auch dabei, wenn ich mal eine Folge aufnehme. Muss ich nur mal schauen, ja, wie wir das dann gestalten. Und ja, es sind fast alles, ich habe jetzt mal geguckt, es ist hier, ein Amerikaner ist dabei. Bulgarien oder so, keine Ahnung, und der Rest voll japanisch, also es ist hier schon echt wild und auch jeder, wie ich es angekündigt hatte, hier Waluigi ist auch schon die Übermacht, also sagen wir es mal ganz vorsichtig so, also die meisten fahren schon Waluigi und es wird nicht besser, Leute. Wir sind jetzt schon bei so 10.000 und so 10.000 Punkte, ja, sind eigentlich immer so, ich weiß nicht, dieses also in dem Game finde ich es als Anzeichen so, okay, ich habe schon ein bisschen Bock auf das Game, so, weil unter 10.000, so, dann hast du das Game nicht, dann tryhardest du nicht, dann hast du nicht wirklich Lust darauf, dann spielst du es so casual und, ja, machst einfach nicht, holst einfach nicht das Maximum raus, sag ich mal. Und so, den Bereich würde ich ganz gerne mal demnächst verlassen, weil dieser Bereich, ja, der hat auf mich sehr gut zugetroffen, sag ich mal, die letzten Jahre, weil ich eben fast keinen Mario Kart 8 Deluxe gezockt habe. Ja, aber jetzt hat sich das ja, wie gesagt, geändert, auch durch gewisse Gegebenheiten, die ich ja schon im letzten Part ein bisschen erläutert habe. Und ja, ich habe auf jeden Fall immer noch mega Bock drauf, auch ja, einfach wirklich aktiv das Projekt durchzuziehen und wirklich jede Woche einfach mal ein paar zu bringen und vor allem auch mit euch zu spielen. Wir versuchen jetzt hier mal einen Shortcut. Ah, das war ein schöner Versuch, hat allerdings nicht geklappt und jetzt haben wir uns das Race mal wieder selber versaut. Aber was soll's. Ja, und der legt sich vor uns und fällt. Okay. Also das war jetzt echt nicht schön, was hier passiert ist. Das war echt nicht geil. Aber gut, muss mal mit leben. Wir schauen jetzt mal, was wir hier noch in der letzten Runde rausholen können. Ich denke aber, das wird jetzt nicht so prickelnd mehr verlaufen. Okay, ja, wir bekommen nur die ganze Zeit nur Pilze. Das Feld ist auch nicht so groß. Ich weiß auch beim besten Willen nicht, wo man hier die Dreckskarte einstellt. Also wo man die Karte aktiviert, und das ist eigentlich schon richtig lächerlich so. Das macht nicht. Oh Mann, und der klaut uns schon wieder. Das ist halt so lame. Okay, komm, wir versuchen jetzt einfach nochmal beide Shortcuts. Wir gehen einfach all in. Ja, erstmal schon mal Glück. Alter, wenn wir da jetzt runtergeschockt worden wären, das wäre echt nicht geil gewesen. Oh,
der nimmt natürlich das Doppel-Item. Komm, jetzt gib mal Pilz. Okay, ein Pilz, ja. Die Omi könnten wir überholen damit. Die Omi haben wir auch überholt damit, ja. Und, oh, Top 3. Top 3. So will ich das sehen. Genau so will ich das sehen. Da haben die Deutschen die Japaner besiegt. Schön. Top 3, Alter. Sehr schön. Das schmeckt. Das schmeckt. Also freut mich echt. Also Grüße nochmal, wie gesagt, an Luca und Chrismo. Sehr schönes Race. Sehr schönes Race. Gut, dass es da noch einen Pilz gab, ey. Ein Glück. Ja, 10.000 Punkte sieht jetzt natürlich in dem Part schlecht aus, aber da kann man nichts machen. Müssen wir halt mal schauen, dass wir im nächsten Part haben wir sie dann safe. Ich muss mal schauen, entweder ich spiele nicht mehr dazwischen und wir holen uns die 10.000 Punkte im nächsten Part, oder ich zocke einfach weiter und guck mal, was wir dann als nächstes Punkteziel haben. Aber so 10.000, wie gesagt, ist eigentlich schon so ein Meilenstein, der ja schon eigentlich im Video sein soll. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich weiter zocken soll, über 10.000 hinaus, oder ob ich einfach nächste Woche weitermachen soll und wir dann praktisch zusammen die 10.000 erreichen. Wäre für mich mal ganz interessant zu wissen, also, oder ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wie viel ich alleine zocken soll, weil ich könnte ja schon wirklich einen sehr großen Teil von dem Projekt, sag ich mal, so offstream spielen, sag ich mal, also halt im Prinzip, dass ich privat halt zocke an der Hochschule und die Punkte gaine. Geh ich auch mal weg, weil Luca ist hier in der Nähe. Das Ding ist, hier in dem Team kann man auch nicht so krass, in dem Spiel kann man jetzt auch nicht so krass teamen insgesamt. Also ich meine, man kann sich schon gegenseitig nicht abschießen, aber bei Mario Kart ging das halt wesentlich heftiger, so, wenn man da ein paar Leute hatte, mit denen man zocken konnte, auch wegen dem Shock und so. Das ist hier irgendwie nicht so krass, also ich meine, Shock Dodge und sowas ist immer noch heftig überpowered. Allerdings nicht so wie ein MKW, so. Aber hier sind auch nicht so viele abgezogen, also ihr merkt, ich bin noch so ein bisschen im Zwiespalt über das Game, so. Ich feiere es einerseits echt hart, weil es wirklich vieles verbessert hat. Allerdings, manche Sachen gehen mir auch einfach auf den Keks, so. Was ich jetzt auch mal zum Beispiel wieder hatte, was ich auch mal ansprechen wollte, ich habe jetzt, wenn ihr die letzte Mario Kart Wii Aufnahme gesehen habt, da hatte ich ja 8.700 Punkte. Und das ist jetzt beim besten Willen echt nicht viel, das ist eigentlich schon, ich sag mal so, ich spiele ja schon 11 Jahre dieses Game und da sind 8.700 schon schmerzhaft. Allerdings, ja, nach der Aufnahme, also nachdem die Aufnahme ziemlich gut gefailt wurde, habe ich dann erstmal noch ein bisschen offscreen gespielt mit ein paar Leuten, also mit Luca und so, und ich weiß gar nicht mehr genau, wer dabei war, auf jeden Fall Chris und Alex, denke ich, oder ich weiß es nicht, also auf jeden Fall war das vor ein, zwei Tagen jetzt, und ja, da habe ich erstmal einfach Max VR gegained, also 1200 Punkte einfach den Tag plus gemacht, oder 8500 hatte ich sogar, ich weiß es nicht genau, könnt ihr mal in das letzte Video schauen und gucken, wie viele Punkte ich da am Ende hatte. Auf jeden Fall habe ich danach einfach wirklich wieder hochgezockt bis Max VR und das ohne einmal gefühlt Minus zu bekommen. Also von 8,7 bis Max VR einfach ohne Minus zu bekommen. Also das war echt eine richtig heftige Session. Finde ich saumäßig schade, dass ich die nicht aufgenommen habe. Also das hätte ich echt gern hochgeladen auch. Und das sieht sogar ganz gut für den ersten Platz aus. Und Omi wurde auch mal wieder vorm Ziel genutzt, aber das ist halt Mario Kart 8 Deluxe. Kann man nichts machen. Es ist halt Mario Kart. Ja, plus 28, das schmeckt natürlich. Das schmeckt natürlich richtig hart. Also das ist ein schönes letztes Race gewesen. Ich würde auch sagen, wir belassen es dabei. Ich habe gerade noch überlegt, ob wir noch eins machen. Aber das wird dann halt höchstwahrscheinlich wieder in der totalen Verarsche enden. Deswegen lassen wir das lieber. Und hier verabschieden uns noch schön in dem Raum. Und ja, das wär's für den Part. 10.000 Punkte leider nicht erreicht. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, ob ich weiterzocken soll oder ob ich es noch, ja, im Video erreichen soll dann nächstes Mal mit euch, damit wir den Meilenstein auch, ja, praktisch auf Video haben. Und was mir auch gerade auffällt, ihr könnt doch mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal Schlacht zocken soll. Denn so Battle Parts, also ich meine, der Battle Modus ist hier in dem Game nicht so mein Favorit. In Mario Kart Wii wesentlich eher, da hatte ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Allerdings, wenn ihr da Bock drauf habt, würde ich auch auf jeden Fall mal Battle spielen. Also schreibt das, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Und ja, dann wäre es das für den Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich immer wieder gerne mit einer positiven Wertung zeigen. Und ja, ansonsten haut rein, habt eine schöne Zeit und bis nächste Woche.